So, hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Heute ein PSP-Reparaturvideo. Ihr seht es noch nicht, aber ein Zuschauer hat mir eine PSP geschickt mit der Bitte um Reparatur. Ich bin zugesichert, ich schaue es mir gerne mal an. Wir schauen mal rein, was er mir geschickt hat. Und hoffentlich können wir sie reparieren. Die Aussage war, nach 10 Jahren die das im Schrank geholt und startet nicht mehr. Angeblich hat sie vorher noch funktioniert. Mal nach 10 Jahren weiß man das nicht mehr so genau. Und wir schauen einfach mal rein, ob sie schon mal geöffnet wurde, ob schon mal rumgebastelt wurde, wie so allgemein der Zustand ist. So, da kommen wir schon erstens zum nächsten gegen. Okay, die packen wir immer wieder rein. Gut. Machen wir sie mal aus der Hülle raus. Und schauen wir den allgemeinen Zustand erstmal an. Das ist aber schon ein Indiz, wie gut sie so behandelt wurde. Aber ja, so im Großen und Ganzen sieht sie eigentlich recht hübsch aus. Okay, testen wir mal. Stromkabel. Ich habe noch nichts gemacht, noch nichts geändert. Wir stecken es. Oh. Okay, das Kabel hat ganz schön viel Spiel. Merke ich. Also ich weiß nicht, man sieht es, denke ich, nicht, aber man spürt es, wenn man es reinsteckt. Es geht auch nicht so tief rein wie sonst. Im kurzen Vergleich eine andere Tausender. Da steckt sich das Kabel deutlich tiefer rein. Ihr seht es. Als hier. Also ich denke, es ist nicht viel, aber wenn man schon so viel repariert hat wie ich, sieht man jeden Fall, dass es hier deutlich tiefer reingeht als hier bei der hier. Das würde bedeuten, wenn wir Glück haben, dass wir nur einen Fehler im Stecker haben. Man sieht nicht, man kann schwierig reingucken, aber ich hatte bereits mal eine, da ist hier vorne die Kappe hier abgebrochen, eben durchs Abziehen, und hatte man hier diesen Rest noch drin stecken und da ging es auch nicht an. Aber wir testen es jetzt mal. Also Kabel rein. Obwohl es nicht richtig steckt. Und okay, sie geht nicht an. Hatte ich jetzt aber auch vermutet. So, bevor wir es jetzt legen, schauen wir uns mal nochmal den Zustand an. Akku ist drin. Hat man am Gewicht schon gemerkt. Der Akku ist auch nicht gebläht. Also scheint okay zu sein. Sie wurde auch noch nicht geöffnet. Das Siegel ist intakt. Hier runter verbirgt sich die Schraube. Hier unten drunter ist die Schraube. Und sie wurde auf jeden Fall noch nicht geöffnet. 1004er für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich sage es eigentlich immer dazu am Anfang meiner Reparaturvideos. Bei den 1000ern hat man immer zweimal das Logo oben und die Lautsprecher unten. Hatte ich auch schon in meinem Teardown-Video erklärt, wie man eine PSP 1000 zerlegt. Das seht ihr unten in meinen Videos. Wenn ihr mal nachguckt bei den Videos, die ich schon gemacht habe, findet ihr auch ein komplettes Teardown-Video von einer 1000er. Wir nehmen jetzt mal einen anderen Akku. Das ist mein Testakku, den ich mal nehme. Ein Drittanbieter-Akku, aber tut es nicht zur Sache. Der ist geladen, das weiß ich. Wir bauen ihn mal rein. Der Deckel ist nicht mehr der beste. Man sieht hier, die Nasen sind schon abgebrochen. Aber es sollte noch halten. Er hat zumindest vorhin ganz gut gehalten. Er rastet auch rein. So, schauen wir mal, ob es überhaupt noch funktioniert. Und grünes Licht. Grünes Licht. Und sie fährt hoch. Sehr gut. Das heißt, wir haben einen kaputten Ladeport. Relativ einfacher Fehler mit relativ großen Konsequenzen. Ob noch mehr defekt ist, werden wir sehen. Der Ton ist aus. Den machen wir nochmal an. Wir schauen mal kurz in die Systemeinstellungen rein. Alex passt. Die PSP kam von einem Alex. Tut auch nichts zur Sache. Systeminformationen. Relativ uraltes System, Firmware. Muss mal gucken, ob wir die updaten sollen. Die 2.8.1 ist drauf. Werde ich nochmal nachfragen, ob ich sie updaten soll und gleich einen Jailbreak drauf packen soll. Mal gucken. Das darf der Alex dann selbst entscheiden. Aber zurück zum eigentlichen Reparaturfehler. Also, wir nehmen es jetzt mal wieder zurück. Tauschen. Mal öffnen es mal wieder. Akku weg. Und wir sehen, ich sehe schon, ich glaube, ihr werdet es nicht sehen. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran, vielleicht seht ihr es dann besser. Man sieht hier innen drin diesen gelben Ring.
versuche es euch mal näher zu zeigen, ganz unten drin stecken. Das ist genau dieser gelbe Ring, den ich vorhin meinte, der vorne am Ladeport in der Regel hängt. Hier, dieser gelbe Ring, der vorne an meiner Spitze des Ladegeräts ist, der steckt hier unten drin und verhindert, dass das Ladegerät richtig gesteckt wird und dass die PSP sauber laden kann. Gut, das beheben wir. Das ist ein kleiner Fehler. Und dann schauen wir mal weiter. Das Problem ist, wir müssen leider das Gehäuse öffnen, weil wir sonst nicht rankommen. Wir müssen wahrscheinlich den ganzen Ladeport austauschen, um den Fehler zu beheben. Gut, dazu öffnen wir sie. Es gibt ein Teardown-Video an der Tausender. Da mache ich das Schritt für Schritt im Detail. Und da könnt ihr euch das im Detail auch nochmal anschauen. So, kleiner Fehler, große Wirkung. Ihr seht, ich musste die halbe PSP komplett zerlegen, Display raus, Displayrahmen raus und einfach alles einmal komplett auseinanderbauen an der Stelle. Ich sage es mal wieder dazu, wenn ihr die PSP zerlegt, gerade die 1000er zerlegt, achtet bitte auf die Schrauben. Ihr seht hier, es ist eine irre Menge an verschiedenen Schrauben. Es sind hier alleine 5 verschiedene Arten von Schrauben, die hier liegen. Deswegen merkt euch, welche Schraube wo wart. Falls ihr es mal nicht mehr wisst, auf meiner Patreon-Seite findet ihr einen Schraubenguide der PSP 1000. Da sind alle Schrauben beschrieben mit Bild, wie sie aussehen, wo sie hinkommen. Also falls ihr mal hier durcheinander kommt und nicht mehr wisst, welche Schraube wohin gehört oder euch eine Schraube fehlt, findet ihr es im Schraubenguide. So, ich habe auch hier diese eine Schraube rausgenommen, die für das Mainboard zuständig ist, die ja das Mainboard hält. Warum? Wir müssen hier diese Steckverbindung lösen und diese Steckverbindung liegt ein bisschen tiefer als das schwarze Gehäuse. So, ihr seht hier an dieser Stelle ein bisschen, dass der Stecker tiefer liegt als das schwarze Gehäuse hier. Das heißt, wenn ihr jetzt zieht, bekommt ihr es nicht über dieses schwarze oben drüber. Das heißt, ihr müsst das Mainboard ein bisschen anheben. Und dann könnt ihr den schwarzen Stecker rausziehen. Ich habe schon viele gesehen, die hier eben den halben Stecker abreißen, weil sie wie die Verrückten dran ziehen. Das heißt, ihr müsst ein bisschen hier reingehen, deswegen auch die Schraube raus, nur leicht, ganz leicht, leicht anheben. Und dann könnt ihr entweder mit einem kleinen Schraubenzieher ganz vorsichtig, weil Kunststoff auf Metall ist eher unklug, aber am besten mit Plastik diesen Stecker hier langsam von links nach rechts runterschieben. Und ihn so lösen. Das Problem ist, wir müssen den Stecker komplett tauschen, da wir nicht reinkommen, um das Teil rauszunehmen, das abgebrochene. Das mache ich jetzt manchmal erst mit dem Stecker raus und dann bauen wir einen neuen ein.
So, da ist das Ding, das ich gerade ausgebaut habe. Mal noch ein Vergleich, ein anderes, das ich gerade aus meiner Kiste rausgesucht habe. Man sieht es schwer, weil es innen auch gelb ist, aber bei dem unteren, also beziehungsweise bei dem rechten, steckt der Ring. Das linke ist das Austauschteil. Das setzen wir jetzt mal hier rein und dann bauen wir sie wieder zusammen. Schauen vorher mal noch, ob die 5 Volt hier auch ankommen. Nicht, dass der nicht geht, weil er ungetestet ist. Ich baue sie immer noch aus. Stammt aus einem ausgeschlachteten PSP-1000. Nicht, dass wir jetzt eins einbauen, was auch nicht geht, aber wir testen es mal ganz kurz. Messen mal, ob die 5 Volt ankommen und dann setzen wir sie wieder zusammen. Okay, die 5 Volt liegen an. Ich habe es gemessen. Das heißt, der neue Ladeport ist in Ordnung. Ich baue sie jetzt mal wieder komplett zusammen. Dann schauen wir mal, ob der Akku wieder läuft und ob der Rest auch funktioniert. Und dann gibt es ein kurzes Abschlussfazit. Und dann geht sie zurück an meinen Zuschauer. So, fertig, zusammengebaut. Akku ist wieder drin, der alte Akku. Mein dritter Anbieter-Akku ist noch hier, der blaue. Hier ist das Ersatzteil, das defekte, das heißt, das neue ist drin. Jetzt Akku ist drin, wir stecken mal ein. Jetzt sollte eigentlich das Licht orange werden. Yep, wir haben ein oranges Licht, das heißt, der Akku lädt. Und sie sollte eigentlich auch wieder starten. Genau. Sie startet, wie vorher auch. Alles bleibt an. Und da sind wir wieder. Sehr gut. Der Akku wird als voll angezeigt. Das glaube ich jetzt zwar nicht, aber er lädt auf jeden Fall. Wir stecken mal aus. Ja, okay, Akku ist leer. Vermutlich könnte auch der Akku defekt sein. Aber dann muss man jetzt mal ein bisschen dran lassen, ein bisschen laden lassen. Und dann sieht man schon, ob er geht. Okay, kleine Ursache, große Wirkung. Ihr seht's, es war nicht sofort ersichtlich, was das Problem ist. Nur durch etwas mehr Erfahrung, indem man sieht, dass der Stecker nicht sofort drin steckt, hat man erkannt, okay, da scheint wohl was im Netzteil zu stecken. Also, falls ihr mal das gleiche Problem habt, schaut mal, wie tief euer Stecker hier reingeht, ob es vielleicht genau daran liegt. Schaut mal euer Netzteil, euer Ladegerät an, ob hier vorne vielleicht irgendwas abgebrochen sein könnte. Und
Genau, in diesem Fall. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr ein Problem habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar, ich beantworte jeden Kommentar und ich freue mich auch über jeden Kommentar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.